Herzlichen Glückwunsch zum Einzug in die zweite DFB-Pokalrunde. Du bist der Kapitän der Mannschaft. Ein erlösender Moment kurz vor Schluss, kann man nicht anders sagen, oder? Ja, war auf jeden Fall. War ein starkes Spiel von uns, wie ich fand. Wir haben alles reingehauen, alles gegeben. Jeder ist an sein Limit gegangen und dass man dann kurz vor Schluss, 10 Minuten waren es, glaube ich, so belohnt wird, boah, ist schon echt unbeschreiblich, kann man gar nicht so sagen. Da kam alles zusammen und dann war das Ding drin. Und wenn man sich belohnt, heißt, man hat ja auch die gesamte Spielzeit über eine gute Leistung gemacht. Ihr habt ja, seid ja in Rückstand gegangen. Wie hast du diese Situation gesehen? Ein 1-0 in so einem DFB-Pokalspiel, wo man weiß, es geht um Sieg oder Niederlage, ist natürlich dann schon eine intensive Erfahrung in dem Moment. Ja, natürlich. Dann kommt auch noch dazu, dass der Gegner eine Klasse höher ist. Aber wir waren gut eingestellt, haben uns stark zurückgekämpft, machen da hinten auch aus dem Getümmel irgendwie das Tor. Und dann bist du wieder voll im Spiel drin. Dann gibst du alles, rennst auch hinterher einige Zeit. Und wenn du dann den einen Konter da setzt, dann hast du natürlich das, der Aufwand, der ist dann natürlich raus. Also der ist in das Tor umgesprungen und dann haben wir die letzten 10 Minuten noch verteidigt, dann war alles fertig. Du bist der Kapitän, ich habe es schon angesprochen. Wie stolz bist du jetzt auf die Mannschaft? Ja, schon ziemlich stolz. Also, dass jeder hier an sein Limit gegangen ist im DFB-Pokal, ist schon echt Hammer. Ist auch nicht immer so. Klar hat man mal ein Tief, aber das hat man alles hier durch Laufarbeit wieder weggemacht und durch Kampfgeist. Und dann, ja, wie gesagt, haben wir ja gewonnen, ne? Ja, ganz genau. Was würdest du so als die größten Stärken innerhalb des Spiels beschreiben? Ja, auf jeden Fall unser Kampfgeist. Also wir sind da in die Männer reingegangen, haben die Zweikämpfe gesucht, haben dagegen gehalten, auch gegen körperlich stärkere Spieler. Und auch, dass wir nach dem Tor uns nicht haben hängen lassen, ich sage jetzt mal, uns an den reingestellt haben, das Zweite bekommen oder wie auch immer, sondern dass wir weiter versucht haben, offensive Akzente zu setzen und dann das Ding nach Hause zu holen oder hier zu lassen. Hast du schon einen Wunsch für die zweite Runde jetzt? Ach, einen Wunsch jetzt nicht wirklich. Die Bayern wären, glaube ich, ein attraktives Los. Super, dann hoffen wir mal, Auslosung ist in der nächsten Zeit. Vielen Dank, Marvin Blume. Pascal Wieler, nach dem Sieg in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den 1. FC Nürnberg. Du hast selber in Nürnberg gespielt, du hast Bundesliga-Einsätze dort gehabt. Hat Spaß gemacht, das Spiel, glaube ich, insgesamt, oder? Ja, natürlich. Also Nürnberg ist für mich eine ganz besondere Zeit gewesen. Aufstieg auch in die erste Liga und so. Und ich wusste, dass der Club alle Talente, die in der Region Franken was können, bei dem Club spielen werden, dass sie dadurch eine richtig gute Mannschaft haben. Und habe halt einfach gehofft, dass die Mannschaft das, was sie im Niederrhein-Pokal gezeigt haben, auch heute wieder ummünzen kann, dass sie mutig mit Courage an die ganze Sache rangehen, dass sie das versuchen, was wir uns als Plan vorgelegt haben. Und mit ein bisschen Glück, aber auch mit guter, harter Arbeit haben wir dann geschafft, heute eine Runde weiterzukommen. Viel Gegrätsche, sage ich jetzt mal, viel Arbeit, viel Laufarbeit. Ist das auch das, was den DFB-Pokal, wenn es dann wirklich um Sieg oder Niederlage geht, so ein bisschen ausmacht? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ich meine, das ist das Quäntchen, ne? Man muss die Sachen, die man spielen will, klar und deutlich spielen. Da haben wir leider einfach zu viele Fehler gemacht in unseren Passspielen. Das haben wir nicht umgesetzt. Und dadurch mussten wir halt mehr nachsetzen, immer wieder hinterhergehen, wieder in die Zweikämpfe kommen, um uns den Ball wiederzuarbeiten. Klar hätte ich auch gerne ein bisschen mehr Ballbesitz gehabt, vielleicht ein bisschen mehr Fußball spielen. Aber wenn wir die Momente hatten, haben wir auch gute Torchancen kreiert. Leider hatten wir teilweise zu leichte Ballverluste und dadurch halt auch den einen oder anderen Konter der Gegner ermöglicht. Jetzt geht's in die zweite Runde. Hast du einen Wunsch los? Nee. Also,
Wir waren mit Nürnberg glücklich. Wir warten jetzt mal ab, wer uns als nächstes zugelost wird und freuen uns dann einfach. Ich glaube, ein Heimspiel haben wir safe. Wieder, wenn die Rahmenbedingungen es zulassen, ein geiles DFB-Pokalspiel abliefern zu dürfen hier. Super, dann freuen wir uns da drauf. Herzlichen Glückwunsch nochmal, Pascal Bieler. Fares Hodžić, reingekommen, Tor gemacht, Siegtor gemacht. Ich glaube, emotional war das eine ziemliche Achterbahnfahrt für dich heute, oder? Also es war auf jeden Fall eine Achterbahn, weil davor die Wochen hatte ich auch mit muskulären Problemen zu kämpfen. Und dann bei dieser Kulisse auch vor 400, über 400 Zuschauern reinzukommen, das entscheidende Tor zu machen als Jungjahrgang sozusagen. Also es ist wirklich atemberaubend, also ich kann es mir nicht vorstellen. Auch ich bin auch ein Wuppertaler Jung und dann freut einen das umso mehr, für den Stadtverein Tor zu machen. Du hast das, die Atmosphäre gerade angesprochen, 466 Zuschauer. Normalerweise, wenn ihr ein Ligaspiel habt, sind da 100, 200 Zuschauer. Was macht dann so ein Stadionspiel aus, auch gerade in einem DFB-Pokalspiel? Also es ist ein DFB-Pokalspiel, kein normales Pokalspiel. Das ist halt nochmal eine Steigerung. Dann der Gegner, der SFC Nürnberg, ist jetzt auch in der ersten Liga. Und dann die Kulisse, einfach das Stadion, wenn man sich alles anschaut, die Leute sind umso motivierter, feuern einen an, nach jeder Ecke wurde applaudiert, nach jedem Zweikampf wurde applaudiert, also wirklich, die waren Feuer und Flamme mit uns. Wir haben auch alles gegeben und haben halt so zu, also so den Heimsieg auch nach Hause gefahren. Kannst du den Moment vom 2:1 nochmal kurz für dich beschreiben, vielleicht seit der Einwechslung, weil das war ja nur eine Minute eigentlich, oder? Also die ersten beiden Ballkontakte waren schon das Tor, draußen stand ich mit Pascal und er hat gesagt, du machst das Tor, du machst das Spiel, du kannst zum Helden des Tages werden. Und so war es auch im Endeffekt, wie im Bilderbuchtraum eigentlich. Und alle sind auf mich draufgerannt, sogar die Auswechselspieler von hinten. Also ich konnte es eigentlich nicht realisieren. Ich habe mich einfach gefreut, alle haben geschrien. Bin sogar nochmal zum Trainer gerannt, habe mich für die Einwechslung bedankt. Also wirklich, es war einfach ein Gefühl, das ich nicht mehr beschreiben kann. Super, dann bin ich mir sicher, dass du dich genauso wie alle anderen Spieler tierisch auf die zweite Runde freust. Hast du einen Wunsch los? Also ich freue mich auf jeden Fall auf die zweite Runde. Mir ist eigentlich der Gegner egal. Denn wir als Mannschaft schaffen alles zusammen. Wenn wir jetzt Nürnberg geschafft haben, dann bin ich auch positiv. Also schaue positiv in die Zukunft und denke auch, wenn Bayern kommen könnte, würden wir das auch schaffen. Der Zusammenhalt ist halt wichtig.